Mit der BMW G310 GS eröffnete BMW Motorrad 2016 eine neue Erlebniswelt im Hubraumsegment unter 500 Kubikzentimeter. Extrem kompakt, robust und enorm vielseitig konzipiert, etablierte sie sich auf Anhieb als echte BMW GS. Gerade auch bei Einsteigern. 4 Jahre nach ihrem Debüt präsentiert nun BMW Motorrad die neue BMW G310 GS. Vielseitiger, sicherer und dynamischer. Ob im Alltagsverkehr, bei genüsslichen Fahrten über die Landstraße oder Offroad im leichten Gelände. Herzstück der neuen BMW G310 GS ist nach wie vor der bewährte 313 Kubikzentimeter große flüssigkeitsgekühlte Einzylindermotor mit 4 Ventilen, 2 obenliegenden Nockenwellen und elektronischer Kraftstoffeinspritzung. Als konstruktives Charakteristikum bleibt die Zylinderneigung nach hinten und der um 180 Grad gedrehte Zylinderkopf mit Einlass vorn und Auslass hinten. Diese Anordnung folgt der Logik einer optimalen Verbrennungsluftführung und resultiert in einer besonders kompakten Architektur des Fahrzeuges. Mit einer Leistung von 25 kW, sprich 34 PS, bei 9500 Umdrehungen pro Minute sowie einem maximalen Drehmoment von immerhin 28 Newtonmeter bei 7500 Umdrehungen ist der Einzylinder der neue BMW G310 GS auch in der aktuellen EU5 Konfiguration der ideale Partner für dynamisches Motorradvergnügen. Für den Einsatz in der neuen BMW G310 GS wurde der Motor mit einem sogenannten elektronischen Gasgriff ausgerüstet und bietet jetzt eine noch feinfühligere Gasannahme. Eine automatische Leerlaufanhebung beim Anfahren verhindert zudem ein mögliches schlagartiges Absterben des Motors. Ebenfalls neu ist die selbstverstärkende Anti-Hopping-Kupplung. Sie reduziert das Motorschleppmoment und bringt ein deutliches Plus an Fahrsicherheit, besonders bei Bremsmanövern mit gleichzeitigem Herunterschalten verbunden sind. Außerdem bietet sie erheblich reduzierte Bedienkräfte am Kupplungshandheber. Verfügte die BMW G310 GS bereits bisher über eine Bremsleuchte in LED-Technik, so sorgen bei der neuen BMW G310 GS jetzt ein Voll-LED-Scheinwerfer für noch bessere Sicht bei Nachtfahrten und LED-Blinkleuchten für gesteigerte Wahrnehmbarkeit im Verkehr. Der neue LED-Scheinwerfer bietet nicht nur eine besonders helle und homogene Ausleuchtung der Fahrbahn, vielmehr gehören aufgrund der geänderten Anbindung auch störende Vibrationen des Lichtkegels der Vergangenheit an. Die 3 Lichtfunktionen Fern- und Abblendlicht sowie länderabhängig auch das Tagfahrlicht sind bequem über die linke Lenkerarmatur zu bedienen. Sowohl der Kupplungs- als auch der Handbremshebel sind jetzt 4-stufig einstellbar. Damit bieten sie jetzt ergonomische Vorteile, insbesondere für Personen mit kleinen Händen. Die Stufe 3 der Bremshebeleinstellung entspricht dabei der bisherigen Griffweite. In der Stellung 1 rückt der Bremshebel 6 mm näher an den Lenker. GS ist bei BMW Motorrad ein Versprechen. Es steht für absolute Funktion, für Zuverlässigkeit und Robustheit. Entsprechend ist auch die neue BMW G310 GS auf den ersten Blick als waschechte BMW GS auszumachen. Mit charakteristischem Windschild, hohem Frontfender, markanter Flyline und kurzem hohen Heck zeigt sie wesentliche Elemente der großen BMW R1250 GS Modelle und wirkt durch den neuen LED-Scheinwerfer von vorn noch angriffslustiger und dynamischer. Auch im Fahrkonzept spiegelt sich die Zugehörigkeit zur BMW GS-Familie wider. Allen 3 Farbvarianten der BMW G310 GS gemeinsam sind dabei die jetzt in Titaniumgrau Metallic lackierten Motorgehäusedeckel von Generator, Kupplung und Wasserpumpe.
Neben der GS-typischen Farbgebung in Weiß mit der Basisfarbe Polarweiß, Uni und grau gehaltenen Tankseitenverkleidungen tritt die neue BMW i300 CS im Style Rally sehr sportlich auf. Der rot lackierte Rahmen und Kyanit Blau Metallic für Tankmittelkoffer und Frontschnabel betonen die Offroad-Talente und lassen das Fahrzeug äußerst dynamisch wirken. Als Edition 40 Years GS nimmt die BMW G310 GS hingegen Anleihen an einem berühmten historischen Vorbild aus der BMW GS-Historie, der R100 GS. Entsprechend tritt sie in Schwarz-Gelb auf, mit der Grundfarbe Cosmic Black Uni und gelber Grafik auf den Tankseitenverkleidungen. Pünktlich zum Jubiläum präsentiert BMW Motorrad auch eine neue Fahrerausstattungskollektion.